Heute beantworte ich mal die sehr häufig gestellte Frage, was für Musik ich so höre, wenn mir mal wieder eine Droge ins Wurstbrot gemischt wurde. Ja, da gibt's eigentlich nur einen Song und zwar... Okay, wer von euch hat diese Melodie erkannt? Wer die richtige Antwort in die Kommentare schreibt, bekommt 7 Punkte. Drogen und Musik passen einfach unglaublich perfekt zusammen. Musik kann einen Trip maßgeblich beeinflussen. Deswegen sollte man bei jeder Drogenerfahrung immer eine geeignete Musik am Start haben. Unter Umständen kann man sich sogar mit der passenden Musik aus einem Bad Trip retten. Eine falsche Musikauswahl kann aber auch die Chance eines Bad Trips vergrößern. Aber Musik kann auch generell die Wirkung von Substanzen steigern. Beziehungsweise intensivieren. Wenn ich zum Beispiel MDMA genommen habe und dann vom lauten Musikraum in die Küche gehe, wo keine Musik läuft, fühle ich mich dann immer direkt ein Stück nüchterner. Wo wir gerade schon beim Thema Musik sind. Wie scheiße ist denn der Iran? Von South Park wusste ich ja schon, dass der Iran ein sehr unchilliges Land ist, weil da alle Sand in ihren Ritzen haben. Klar, dass man da nicht entspannt ist. Aber dass es noch ein gutes Stück krasser ist, als ich mir das vorgestellt habe, erfuhr ich erst, als ich mir gestern den Film Raving Iran im Kino angeschaut habe. In der Doku geht es um die zwei iranischen House-DJs Blade and Beard. Man erfährt in dem Film, dass im Iran jede Art von Musik verboten ist, die nicht traditionell ist. Wenn man dort Hausmusik live hören will, muss man zu irgendwelchen illegalen Events, die mitten in der Wüste stattfinden. Ja, sowas kann passieren, wenn Religion in einem Land einen zu hohen Stellenwert bekommt. Daher mein Tipp, denkt selbst nach und lasst euch nicht das Denken von Religionen und deren Ideologien abnehmen. Ich weiß es auf jeden Fall sehr zu schätzen, dass ich hier in Deutschland überhaupt das Video machen kann, ohne Probleme zu bekommen. Obwohl, lustigerweise mache ich das Video erst jetzt, weil es bis vor ein paar Wochen nicht möglich gewesen wäre, selbst in Deutschland hier dieses Video hier auf YouTube hochzuladen. Ich will nämlich in diesem Video Ausschnitte von einigen Songs zeigen und das geht erst seit ein paar Wochen, weil sich YouTube und GEMA vorher nicht einigen konnten. Ich fände es einfach dumm, in so einem Video nur über Musik zu reden. Also ihr müsst euch den Song so vorstellen. In einem Viervierteltakt werden mit einer Geige folgende Noten gespielt. A, A, B, B, C, D, E. Und dann kommt irgendwann das Schlagzeug dazu. Ja, wäre schon irgendwie komisch. Und wenn euch irgendwelche Ausschnitte von irgendeinem Interpreten besonders gut gefallen, könnt ihr nach diesem Video dann direkt mehr davon auschecken. Alle Bands und Songs findet ihr in der Videobeschreibung. Ich zeige euch in dem Video hauptsächlich Musik, die ich wirklich während eines Rausches hören würde und jetzt nicht Musik, die ich generell so höre. Die Band, die ich wahrscheinlich am öftesten in meinem Leben gehört habe und bis heute noch sehr gerne höre, ist zum Beispiel die Band Big D and the Kids Table. Knock 'em back with me and drink up. Das ist so eine Ska-Band, aber diese Band ist einfach nichts, was ich hören würde, wenn ich jetzt zum Beispiel voll auf MDMA bin. Ein Interpret, der aber ebenfalls sehr geile Blasinstrumente in seinen Songs einbaut und sich sehr wohl als Tripmusik eignen würde, ist die Band Cormac. Bei meinem ersten MDMA-Rausch habe ich hauptsächlich viel geredet, da war die Musik nicht so wichtig. Aber bei meinem zweiten MDMA-Rausch haben Kumpels mir Cormac gezeigt und das haben wir dann die ganze Nacht rauf und runter gehört. Und deswegen habe ich zu Cormac eine sehr besondere Beziehung. Gonna wash my hands. Ich bin ein großer Fan von Blasinstrumenten, weil die haben einfach so etwas extrem Fröhliches. He was before my time. Deswegen sagt mir das Genre des Elektro-Swings während des Rausches sehr zu. Somit auch der Interpret Caravan Palace. Neulich bei
einer DMT-Session habe ich die Band Vessels rauf und runter gehört. Das war einfach so nice. Bevor ich Drogen wie MDMA konsumiert habe, war ich eigentlich nicht so an elektronischer Musik interessiert. Aber auf solchen Substanzen ist so eine Musik einfach so traumhaft. Vor allem, wenn sich ein Song so nice steigert oder geile Drops kommen. Das ist wie ein Orgasmus. Jetzt höre ich sowas natürlich auch sehr gerne komplett nüchtern und kann gar nicht mehr nachvollziehen, wieso ich früher sowas nicht hart gefeiert habe. Doch es muss nicht immer elektronische Musik sein, es geht auch ein wenig funkier. Als mir dieses Jahr an Silvester MDMA in mein Wurstbrot gemischt wurde, hat mir Adrian and Adrian von Wolfpack übertrieben getaugt. Oder was ist mit dem Genre Indie-Tronic Rock? Auf Lachgas habe ich schon sehr oft Songs von Ratatat gehört, aber diese Band ist natürlich auch geeignet für andere Substanzen. Was ich aber auch auf DMT-Trips sehr gerne höre, sind Film-Soundtracks. Von Hans Zimmer zum Beispiel etwas aus dem Batman- oder Interstellar-Soundtrack. Hans Zimmer hat in seinen Songs auch so geile Steigerungen, dass man davon nüchtern eine Gänsehaut bekommt. Werden die meisten von euch ja schon gekannt haben. Ein bisschen unbekannter ist da von Clint Mansell der Soundtrack zum Film Moon. Leider sagen, dass ich selbst zu wenig Musikinterpreten kenne, weil ich in meiner Freizeit nicht so oft Musik höre. Während andere U-Bahn-Fahrten oder das Warten im Wartezimmer von Dr. Tomasius nutzen, um mit ihrem Handy Musik zu hören, schaue ich in solchen Situationen immer YouTube-Videos oder Serien auf Netflix. Aber auch zu Hause nehme ich mir selten Zeit, einfach mal Musik zu hören. Wenn ich Musik höre, dann am ehesten auf Partys. Ich habe aber Glück, dass viele meiner Freunde echte Musikfanatiker sind und somit auf Partys immer geilen Sound auflegen. Es gibt auch ultra viele Songs, welche ich hart feiere und oft auf Partys gespielt werden, wo ich einfach nicht weiß, wie sie heißen. Ich hoffe, dass ihr durch dieses Video trotzdem einige neue Songs kennengelernt habt. Schreibt mal, was ihr schon kanntet oder was ihr noch nicht kanntet und in der Preview so nice fandet, dass ihr euch davon jetzt gleich mehr reinziehen werdet. Und gebt Bescheid, ob ich in der Zukunft noch mehr coolen Sound vorstellen soll. Gebt diesem Video 5 Sterne und wenn ihr nicht nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind 3000, dann abonniert diesen Kabal.